Gerne. Also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, bei dir am Kongress dabei sein zu dürfen und vielleicht auch eben genau dieses Weltbild eines Energetikers in diese wunderbare Frage, in dieses wunderbare Kongressthema einzubringen. Es ist nicht jeder so mutig wie du, dass er es gleich so an den Hörnern packt und die Fragestellung im Kongress bringt, der Sinn deines Lebens, weil da ist ja fast alles drin. Ja? Ja. Aber zurück noch einmal zu deiner Frage, was ist ein Energetiker? In Österreich und in Deutschland ist es auch einfach wichtig, dass man Rechtssicherheit hat, dass man Klarheit hat, wenn man arbeitet und auch das Aufgabenprofil definiert ist. Und der Energetiker in Österreich ist ein Gewerberecht, ein Arbeitsrecht, wo man auch dementsprechenden Schutz hat, wenn man mit Klienten arbeitet, dass man kein Risiko der Kupferpfuscherei oder sonstiges eingeht. Die Tätigkeit an sich, das war nämlich jetzt die juristische Form, die Eckern interessiert, die Tätigkeit von uns ist, dass wir im feinstofflichen Bereich intervenieren. Weder im materiellen Bereich, also wir kneten nicht, wir drücken nicht, wir quetschen nicht wie die Masseure. Wir reden auch nicht und hören auch nicht wirklich hin wie die Psychologen oder Psychiater, sondern wir gehen ins grob feinstoffliche, wir erspüren und spüren unser Gegenüber und wir arbeiten komplett im feinstofflichen Raum, indem wir mit der Lebensenergie arbeiten, indem wir an Chakren arbeiten, indem wir mit Meridianen arbeiten. Also altes Wissen, zeitkonform umgesetzt. Möchtest du mehr erfahren von meinem Interviewgast, dann melde dich jetzt an.